Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu der bekannten Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich einen Gast, ja, er war lange Jahre Landrat des Landkreises Mainz-Bingen, war Ortsbürgermeister 13 Jahre seines Ortes, wo er heute lebt, wo er geboren ist. Begrüßen Sie mit mir aus Jugendheim in Rheinhessen von der SPD, Klaus Schick. Hallo Klaus, ich heiße dich herzlich willkommen. Hallo Rainer. Es freut mich, dass du zu mir gekommen bist. Aus gerne. Rheinhessen, ja, in die Pfalz. Hm? Gerne. Ja, du bist 1944 geboren, ne? Ja. Also praktisch im Ende des Krieges. Ne? Ich bin noch Kriegskind. Ja. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an diese Zeit? Nein, null. Na gut, November 44. Ja, klar. Also meine erste Erinnerung war, ich bin 61 geboren, war, das weiß ich noch genau, 1970 das Fußballspiel Deutschland gegen Italien in Mexiko. Aha. Also so mit 9 Jahren. Ja. Wahrscheinlich, da warst du noch zu jung. Ja, sicher. Du bist in Jugendheim in Rheinhessen geboren. Ja, Hausgeburt. Hausgeburt. Bist verheiratet. Ja. Hast einen erwachsenen Sohn und zwei Enkelkinder. Wie ist das? Alle gesund und wunderbar, hoffe ich. Alle gesund und wunderbar. Wunderbar. Du hast eine Ausbildung zum technischen Zeichner gemacht. Ja. Hast dann das Studium der Verfahrenstechnik an der staatlichen Rheinischen Ingenieurschule in Bingen absolviert. Ja. Nennt man heute Fachhochschule, glaube ich. Das nennt man heute Technische Hochschule. Oder Technische Hochschule. Was ist denn Verfahrenstechnik, Klaus? Kann man das so irgendwie dem nicht begabten Techniker erklären? Das ist eine Berechnung von Fraktionierkolonnen. Aha. Im Bereich der BASF beispielsweise. Ach so. Ja. Aber ich habe das damals gemacht, weil es den Fachbereich Energietechnik ja noch nicht gab. Und Aha. Das ist im weitesten Sinne auch, hatte das zu tun mit Thermodynamik. Aha. Und deshalb habe ich diesen Fachbereich verliehen. Du hast dann anschließend gearbeitet in Düsseldorf, in Wiesbaden und als Klimaplanungsingenieur beim ZDF. Ja. Also das heißt, Klima war so dein Steckenpferd, wo du dich am besten ausgekannt hast. Könnte man so sagen, ja. Hier sitzt der Vater der Klimaanlage. Ja, beispielsweise, ja. Ja. Du lebst heute noch, wo du geboren bist, in Jugendheim. Ja. Warst 13 Jahre Ortsbürgermeister. Und ab 27. März 92 warst du Landrat des Landkreises Mainz-Bingen. Ja. Jetzt habe ich mal so recherchiert, Klaus. Ich habe nur Positives gefunden mit deiner Amtszeit. Also überall steht, dieser Landkreis war ein Vorzeigelandkreis und du hast dem Landkreis deinen Stempel aufgedrückt. Ihr habt zum Beispiel in deiner Arbeitszeit mehrere Schulen saniert, umgebaut. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, auf deine einzelnen Tätigkeiten. Aber das Entscheidende war für mich, ihr wart schuldenfrei. Hast du damals zaubern können? Also, nein. Wie macht man das? Also, du hast ja viele engagierte Arbeit geleistet. Das kostet ja Geld. Wie macht man das, dass das schuldfrei ist? Ich war ja fast 26 Jahre Landrat. Von den fast 26 Jahren war knapp die Hälfte schwierig finanziell. Ja. Wo wir wirklich auch unter Wasser waren, haushaltsmäßig. Ja. Bei kleinen Einzelbeträgen sparen mussten. Ja. Das war eine zwingende Notwendigkeit. Haben also auch die Baumaßnahmen versucht, dann möglichst günstig zu bewältigen, möglichst viel selbst zu machen und so weiter. Also das heißt, wir haben sehr auf den damaligen Pfennig, was noch die D-Mark-Zeit war, schauen müssen, um einigermaßen in die Runden zu kommen. Ich kann mich aber auch an schwerwiegende Eingriffe erinnern, dass wir angefangen haben, dann so Schülerfreizeiten um 5 D-Mark damals zu reduzieren, um auch gegenüber der ADD zu zeigen, dass wir eben hier überall versuchen, da zu sparen, was am Ende nichts wenig gebracht hat, aber mehr ein Symbol eigentlich war. Ja. Dann hat sich das aber deutlich verbessert, weil die Steuerkraft sehr stark gestiegen ist, hauptsächlich in der Sitzgemeinde Ingelheim, dank eines großen Weltunternehmens. Ja. Aber durchaus auch in anderen Städten, Bingen, Bodenheim, Budenheim beispielsweise, Niederollen, die auch steuerkraftmäßig stark gestiegen sind, weil dort zwischenzeitlich Hightech-Unternehmen sich angesiedelt hatten, die erfolgreich sind und
waren und sind und die auch entsprechenden Beitrag zur Steuerkraft geleistet haben. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir innerhalb des Kreises Mainz-Bingen enorme Unterschiede haben in der Steuerkraft. Die geringste Steuerkraft, das sind so ländliche Gemeinden, nur Beispiel Oberheimbach fällt mir jetzt gerade ein. Ich sage jetzt mal eine Zahl, die haben vielleicht eine Steuerkraft von roundabout 500 pro Kopf. Und dann kommt Ingelheim, die haben vielleicht das 18-fache. Die Unterschiede sind gigantisch. Ja. Und deshalb hat der Gesetzgeber ja die Möglichkeit eröffnet, dass wir die Kreisumlage entsprechend gestaffelt machen können, dass wir also abschöpfen können in Schritten, damit da ein bisschen Gerechtigkeit da ist. Aber ich denke mir, du hast ja, wie ich meine Unterlagen entnehmen konnte, viel auf die Beine gestellt. Und das kostet ja alles Geld. Ne? Heutzutage, jammert man, hat kein Geld, wenn ich deine Projekte so lese. Ja, bei dir war Geld da und zum Schluss noch schön frei. Entweder warst du der bessere Politiker oder hast irgendwie irgendwas Geld aufgetrieben, wo die anderen vielleicht gedacht haben, da ist nichts zu holen. Ne? Also ich glaube, ein Vorteil war, ich sage immer, wenn ein Ortsbürgermeister beispielsweise Bauingenieur ist, ist das eine gute Voraussetzung, sage ich immer wieder. Und ähnlich ist das auch hier gewesen, weil das Bauen war ja Zeit meines Lebens mein Job. Ja. Bis zu meinem 47. Lebensjahr habe ich ja gebaut für Hütte. Entweder für die Fahrwerke Höchst, also für Kalle in Wiesbaden, wo ich war, oder für das ZDF, das heißt immer gebaut. Das heißt, von daher ist das, ging das bei mir in Fleisch und Blut über. Und ich wusste auch, wo man ansetzen muss, wenn man möglichst kostengünstig bauen will. Wir haben dann eine Bauabteilung aufgebaut, die vorher ja auch kein Equipment hatte. Wir haben ein eigenes Equipment dann geschaffen, eine Plotte und was man heute so braucht. Ja. Und haben auch einen eigenen Bautrupp aufgestellt, der bestückt ist mit Handwerkern der verschiedensten Art, sodass wir sehr schnell auf Zuruf reagieren konnten und auch bestimmte kleinere Maßnahmen mit diesem Bautrupp direkt machen konnten, was natürlich besonders günstig war. Und in der Addition all dieser Dinge konnten wir sehr, sehr viele Baumaßnahmen umsetzen. Es fing ja eigentlich schon damit an, mit dem Kreisverwaltungsgebäude. 1995 sind wir nach Ingelheim umgezogen, im Oktober. Vorher gab es eine, wie man sich denken kann, eine heiße Diskussion im Kreistag. Wo soll die neue Kreisverwaltung hin? Ein Teil wollte, dass wir unbedingt in Mainz bleiben. Auch die Mitarbeiter wollten das, weil das ja schöner ist, dort einkaufen zu können, Mittagszeit beispielsweise. Ein Teil wollte nach Bingen beispielsweise und ein Teil nach Ingelheim. Ja. Und da sind die verschiedenen Dinge gegenübergestellt worden. Ingelheim hat nachher den Vorteil, den Zuschlag bekommen, weil das Konzept, das ist ein rundes Gebäude, aus einer Hand, da hieß es, okay, wir bauen euch das Ding beispielsweise für 32 Millionen D-Mark. Da Schlüssel, da Gebäude. Und dann haben wir uns darauf eingelassen und innerhalb sehr kurzer Zeit, also anderthalb Jahre, stand das ganze Ding fix und fertig. Die haben gearbeitet von morgens 6 bis abends 10. Und der Licht auch, dann wurde ihr Geld sehen. Es gab ja vorher kein Geld. Geld gab es erst mit dem Einzug und der Abnahme. Erst Leistung, die Arbeit. Leistung und die ordnungsgemäße Erbringung der Leistung und dann erst Geld. So was verabredet. Und das war unterm Strich sehr erfolgreich, weil wir für Zins und Tilgung, die wir dann leisten mussten für das neue Gebäude, weniger bezahlt haben, wie wir vorher in Mainz für die verschiedenen Mieten bezahlen mussten. Wir waren ja in dem Erthaler Hof, in dem einzigen, noch in seiner Ursprungsform erhaltenen Adelshof in Mainz, allerdings ziemlich runtergekommen, das Gebäude, aber schön, also die hohen Decken, Stuck und so, also war schon dem Kunden nach repräsentativ, aber sehr runtergekommen. Und dann hatten wir weitere 6 Dependancen in Mainz angemietet, die haben wir gebraucht. Und da konnte man auf Dauer keine vernünftige Verwaltung aufbauen, das ging ja nicht. Also war klar, wir müssen was tun und dass dann am Ende so war, dass wir alle unter einem Dach waren und noch weniger bezahlen mussten wie vorher, waren durch eine Top-Lösung. Das war prima. Das ist im Moment das Problem in Ludwigshafen. Ne? Die sind ja am Überlegen, ob sie das Rathauscenter, also da sind ja Geschäfte drin.
auch so diese Geschäfte zurückkaufen, die Stadt. Mhm. Berufsweihnachten. Ja, und dann das Ding abreißen. Mhm. Weil, wenn sie das Ding lassen, wie es ist, ein Teil müssen sie sowieso abreißen wegen der neuen Straßen, Hochstraße, Stadtstraßen. Mhm. Und dann könnte man es ja ganz abreißen. Aber das machen natürlich die Geschäfte nicht mit, mhm. wenn es denen gehört. Ja. Also überlegt man vor der Stadt jetzt, ob man es nicht zurückkauft. Also ich sollte mal bei dir Rat holen. Du bist ja gut, ich kenne diesen Fall speziell nicht, aber ja. Ich werde schon eine vernünftige Lösung finden, denke ich. Blickst du manchmal auf die ganzen Projekte als Bauprofi und als Spitzenpolitiker? Blickst du manchmal auf die ganzen Projekte Elbphilharmonie oder Berliner Flughafen? Manchmal so drauf, dass du sagst, wie kann sowas passieren? Ja, wir haben es halt so gemacht, dass wir eine sehr enge Vorgabe gemacht haben. Wir haben teilweise ja auch ohne Architekten gearbeitet, sondern es rein selbst geplant, nur das, was notwendig ist. Also, wenn du das vergibst an Architekten, der wird sich auch ein Stück verwirklichen. Der will ja auch am Ende sich wiedererkennen in dem Gebäude und. Da kommen bestimmte Dinge dazu, die in Ordnung sind, die auch gut aussehen, die aber nicht unbedingt notwendig sind. Und bei Schulbau bin ich der Meinung, kommt es in erster Linie darauf an, dass ich das, was gebraucht wird, gut umsetze. Möglichst die Rolle ein bisschen größer wie vom Land vorgegeben, ja, und solche Sachen. Das heißt, du meinst heutzutage diese Bauunternehmen, die denken zu groß, zu viele. Nein. Also gut, die Bauunternehmen nicht, die Bauunternehmen bauen das, was du im Leistungsverzeichnis ausschreibst. Oder der das halt das leidet. Die Planer denken, die arbeiten mit zu vielen Firmen, meinst du? Nein, die Planer. Ich mache das immer an einem Beispiel fest. Ja. Als wir ein Schulgebäude gebaut haben, da hat der Planer dafür gesorgt, dass er eine schöne freie Fassade hat. Ja. Wie hat er die? Wie bekommt er die? Die bekommt er, indem er die Decken längs spannt. Also nicht von der Zwischenwand auf die Außenwand, sondern längs, sodass er die Fassade praktisch ohne statische Elemente frei hat. Ja. Das ist architektonisch für den Architekten schön. Ja. Aber das kostet viel mehr Geld. Ja, weil die Decke, die längs gespannt ist, die viel länger ist, die hat mehr Eisen, die ist dicker, das kostet alles, das zieht sich von oben nach unten, das kostet alles mehr Geld. Das ist so ein Beispiel. Ja, verstehe. Ja, so schön. Das heißt, du meinst, unter deiner Leitung hat man erst das gemacht, was unbedingt notwendig ist. Und heute werden so viele Extras mit eingebaut. Ja gut, aber man kann, natürlich kommt das darauf an, man kann ja nicht nur, Einfachstlösungen machen. Man muss ja auch am Ende die Architektur auch zu Wort kommen lassen. Das würde es uns schlecht für unser Land, wenn wir nur noch Einfachsachen machen würden. Aber man muss schon differenziert betrachten, für welchen Zweck ist das? Ja, ja. Wenn ich zum Beispiel ein Kulturgebäude mache oder wenn in Ingelheim zum Beispiel, die Stadt Ingelheim wollte unbedingt, dass sie ein repräsentatives Gebäude bekommen, als wir eine neue Mensa gebaut haben. Ja. Da haben wir dem Architekten freie Hand gelassen, weil auch die Stadt Ingelheim für uns ein wesentlicher Finanzier ist. Also man muss differenziert das betrachten. Ja. Im April 2014 hat die erste öffentliche Verwaltung in Rheinland-Pfalz mit dem Bau einer eigenen Betriebs-Kita begonnen. Auch unter deiner Leitung. Das haben wir gemacht, ja. Ja. Und du hast die Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen nahe gegründet. Da bin ich besonders stolz drauf. Ja. Und die Sparkasse Bingen bei Kreuznach haben fusioniert zur Sparkasse Rhein-Nahe. Auch unter deiner Leitung. Ja, ja, ja. Das sind doch Projekte, wo man sagen muss, alle Achtung. Ne? Ja, was mir, also mal von den Projekten, die du gerade eben genannt hast, sagen wir mal, dann die Kita lag mir sehr am Herzen. Sie lag mir auch insbesondere dahingehend am Herzen, dass ich gesagt habe, die Kita sollte möglichst auf dem Gelände des Kreises sein, damit wir nicht nochmal fahren müssen. Die Mitarbeiterinnen, die kommen jetzt morgens mit ihrem Auto in die Tiefgarage gefahren, nehmen ihr Kind, bringen das auf dem Gelände in die Kita, gehen ihrer Arbeit nach, solange sie wollen, müssen, können. Und fahren dann nach Hause, holen ihr Kind ab und fahren nach Hause. Das ist natürlich optimal. Ja, ja. Das ist top. Ja. Und das ist auch alles gut gelaufen. Da gab es eine Debatte, ob das auf dem Gelände sein muss oder nicht. Aber Gott sei Dank konnten wir uns da durchsetzen. Es ist auf dem Gelände gemacht worden.
Was die Energiedienstleistungsgesellschaft anbelangt, das ist folgendermaßen gelaufen: Als wir neu die Kreisverwaltung neu gebaut haben, wollten wir auch eine moderne Wärmeversorgung realisieren, also ein Blockheizkraftwerk einsetzen. Dieses Blockheizkraftwerk heizte nicht nur unser Gebäude, sondern auch noch Gebäude nebendran und ist damals von der Rheinhessischen im Contracting-Verfahren gemacht worden. Das heißt, die haben es gebaut und wir haben einen Vertrag gemacht, wir nehmen die Wärme ab und den Strom und verpflichten uns, diesen Preis X dafür dann zu bezahlen. Das ist ja dann so der Sinn des Contracting-Systems. Und das ist gut gelaufen und der Mitarbeiter, den die Rheinhessische da hatte, war ein ganz junger Ingenieur, der gerade erst von der Bingener Fachhochschule kam, der mir gefallen hat. Ich habe ja da auch mal studiert. Das heißt, da war sofort eigentlich eine relative Nähe da. Und da habe ich gedacht, Mensch, sowas mit dem Contracting, das könnte man eigentlich generell machen. A, für alle unsere Gebäude, das könnten wir auch anbieten für die Kommunen, für andere. Das wäre doch was. Wir könnten doch mit der Rheinhessischen dann gemeinsame Gesellschaft machen. Und dann sind wir in die Gespräche eingetreten. Am Ende ist es leider gescheitert an der ganz einfachen Frage, wir werden der Geschäftsführer dieser Gesellschaft. Und ich wollte unbedingt, dass dieser junge Ingenieur der Geschäftsführer der Gesellschaft wird. Weil ich von ihm einen Eindruck hatte, den er jetzt mittlerweile in den 20 Jahren auch bestätigt hat. Wenn ich jetzt überlege, was wir in den 20 Jahren für eine Entwicklung haben, wir haben ja praktisch mit 0 oder 50.000 D-Mark oder so begonnen. Die Gesellschaft, die hat heute einen Wert von 20 Millionen Euro. Die macht einen Umsatz von 25 Millionen. Also das ist 20 Mitarbeiter mittlerweile, also es ist ein Top. Ja. Und mittlerweile sind auch Nachbarkreise, wir sind Mitgesellschafter und auch viele Kommunen sind Mitgesellschafter. Auch über den Kreis hinaus. Was ich interessant fand, du hast unter deiner Amtszeit die Infrastruktur des Kreises gestärkt, vor allem die Vereinslandschaft durch die Ehrenamtsförderung. Ne? Ist interessant. Ne? Ja. Du hast, habe ich gelesen, 13,6 Millionen Euro hast du da praktisch Unterstützung geleistet für diese Ehrenamtsförderung. Ja. Das ist auch eine Sache, wo man eigentlich heutzutage gar nicht mehr so hört. Ja, wo kam das her? Das hängt natürlich auch mit der enorm unterschiedlichen Trägerkraft zusammen. Mhm. Denn auch die Abschöpfung, die wir machen können aufgrund des Landesgesetzgebers, führt nicht dazu, sagen wir mal, dass die extremen Unterschiede auch nur annähernd ausgeglichen werden können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Umlage senke, um einen Umlagepunkt beispielsweise, dann hat so eine kleine Gemeinde da, sag mal eine fiktive Zahl, die hat da vielleicht 1.000 Euro im Jahr davon und der Hauptsteuerzahler, der hat da 1 Million davon. Ja. Also ich will damit sagen, die Unterschiede sind so groß, dass wir gedacht haben, vielleicht können wir können nicht einfach Geld verteilen, das geht nicht, aber vielleicht können wir über den Weg der Ehrenamtsförderung die Infrastruktur in den Kommunen verbessern, indem wir A, den Ehrenamtlern sagen, wir sind froh, dass es euch gibt und ihr könnt in der Kommune was bewegen. Und wenn ihr was bewegt, dann helfen wir euch preis, indem wir, wenn ihr einen Antrag stellt, euch Mittel geben aus der Ehrenamtsförderung, mit denen ihr dann bestimmte Maßnahmen umsetzen könnt. Zum Beispiel fällt mir jetzt das allererste war ein Förderverein in Bacharach, weil Bacharach ist ja extrem finanzschwach. Und die hatten auch keinen einzigen Spielplatz. Und da haben die über die Ehrenamtsförderung sind da 6 Spielplätze gebaut worden. Das war somit das Erste, an das ich mich erinnere. Ganz viele positive Sachen sind da gelaufen. Ja. Seit 1990, habe ich gelesen, hat der Landkreis 234 Millionen Euro in Aus-, Um- und Neubau seiner Schulen sowie deren Ausstattung investiert. Ja. Das ist eine Leistung, die hat sich gewaschen. Ne? Ja, es ist auch so, dass wir nicht umsonst sagen, der Landkreis Mansbingen ist der Bildungslandkreis. Das ist auch so. Wir haben ja auch begonnen, sind da schon ganz schön vorangekommen, die Schüler mit Tablets zu versorgen. Ich schätze, mittlerweile dürften etwa 3.000 Tablets rausgegeben worden sein.
Das ist eine enorme Leistung auch. Super. Am Ende haben wir rund, alles in allem, rund 15.000 Schüler in den weiterführenden Schulen. Also das sind schon, wir reden da von Zahlen. Jetzt ist ja so, dass der Bund in dieses Thema einsteigen will. Habe ich gelesen, was ich sehr begrüße. Weil das Land ist dazu nicht in der Lage. Und der Landkreis Mazwingen, der es vielleicht machen könnte, weil der nach wie vor in einer herausragend guten Position sich befindet, ist aber ein Sonderfall. Also von den anderen Landkreisen kann das kaum einer leisten, was Mazwingen leisten kann. Das muss man ganz nüchtern sehen. Also stimmt es doch, dass du praktisch diesen Landkreis als einen Vorzeigelandkreis entwickelt hast, ne? In vielen Dingen eigentlich schon. Ja, aber ohne jetzt, ich will mich jetzt nicht überhöhen. Ich habe meinen Job, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Glück heißt, dass die finanzielle Lage, ich kann mich erinnern, dass wir über Jahre hinweg, der eine Koalitionspartner hat mir gesagt, das ist überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Ja. Immer bleiben wir unter Wasser mit dem Haushalt und sollen das hinführen. Ja, das war ja 15 Jahre lang so. Das hat sich dann aber, wie gesagt, gravierend verändert. 12 Jahre. Und sodass man sagen kann, ein bisschen Glück gehört dann auch mit dazu. Und dann aber die Dinge nutzen. Das ist auch wichtig. Die Chancen, die da sind, nutzen. Und was mir vor allem bei dir auffällt, du hast praktisch von dem, was du politisch umsetzen wolltest, Ahnung gehabt. Praktische Ahnung. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist hilfreich. Wenn man, von den Dingen, die man umsetzt, weiß, wie es geht. Das ist, glaube ich, wichtig. Vor allen Dingen weiß, wie man es praktisch angeht. Ja, ja. Du hast im Vorgespräch gesagt, das hatte ich mal kurz weg, das Thema. Der ist ja auch im Elektrobereich, hat den Beruf gelernt. Ne? Heutzutage gehen die Politiker oft mal von Hörsaal in Plenarsaal. Ne? Hat er gesagt, es gibt natürlich Felder, wo du Juristen brauchst in der Politik. Aber es müsste mehr gemischt sein. Das heißt, es müsste wieder mehr Leute geben, die vom praktischen Berufsleben eine Ahnung haben, bevor sie in die Politik gehen. Also ich persönlich hielt es für wirklich hilfreich, bevor man in die hauptamtliche Politik geht, dass man einen Job, also eine Ausbildung oder was gelernt hat, eine Ausbildung, ein Studium, was auch immer gemacht hat und auch gearbeitet hat schon mal in einem Beruf und gesehen hat, wie ist denn das eigentlich so im richtigen Berufsleben? Was geht denn da so ab? Worauf muss man da achten oder worauf kommt es an? Das halte ich für wichtig und für sehr vorteilhaft. Ja, das Ziel, der war ja auch bei mir, der war ja auch 20 Jahre im Bundestag gesessen. Mhm. Der hat gesagt, der hat was Interessantes gesagt. Schon allein die Sprache ist bei den Leuten, die früher einen Beruf, bevor der Politik gelernt haben, eine andere. Die ist nicht so abgehoben. Die können, dann mit den Neuen auf Du und Du sprechen, was die anderen oft mal vielleicht wollen, aber gar nicht nahe sind, weil sie gar nicht wissen, wie du sagst, was eigentlich abgeht. Also wenn du mal, aber wenn auch nur ein Jahr im Zuge der Ausbildung, zum Beispiel auf dem Bau gearbeitet hast, dann findest du schneller einen Ton, wie du auf andere zugehen kannst, in dem speziellen Fall, wie du da zugehen kannst. Also das ist durchaus, ja. Ja, die Art der Worte kann viel bewirken. Nicht nur in der Politik. Jetzt warst du 13 Jahre Ortsbürgermeister. Wann bist du in die SPD eingetreten, Klaus? 74. 74? Ja. Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, das war, also damals, was hat mich eigentlich bewogen, in die SPD einzutreten? Ich, Elternhaus ist eher konservativ, FDP eigentlich. Dein Vater war Winzer, ne? Ja. Eher FDP, die haben FDP gewählt. FDP. Ja, FDP. Und SPD war ein bisschen bäh. Ist so. Aber was mich damals als jungen Menschen extrem aufgewühlt hat, ich war sehr für die Aussöhnung mit den Völkern des Ostens. Ja. Und da gab es diese schlimmen Übertritte, wo Abgeordnete der SPD, ein, zwei Namen, die sind dann zur CDU rüber, weil die CDU das nicht wollte, diese Aussöhnung, die der Willy Brandt da vorangebracht hat. Und das hat uns, also mich und nicht nur mich, also viele, die waren damals auch nicht, man kann mir auf der Laufer Messe rumgeguckt haben, das hat uns sehr aufgewühlt. Und das hat am Ende bei mir dazu geführt, dass ich in die SPD eingetreten bin. Wir haben dann bei uns im Ort
Da gab es keine SPD. Mit 5 Leuten die SPD gegründet, 1974. Der Franz Müntefering war ja auch bei mir. Ne? Ja. Er hat gesagt, in seinem Elternhaus haben die damals, er kommt aus dem Sauerland, gar nicht gewusst, dass es SPD überhaupt gibt. Ne? Ja. Damals war nur die Frage, wählst du CDU oder Zentrum? Zentrum gab es damals. Ne? Ja. Und SPD, ja, das gibt es halt auch irgendwie, aber so sind halt die Traditionen verschieden. Ja. Also nicht nur in Bayern ist die CSU vorne dran, auch im Sauerland ist alles sehr viel schwarz angehaucht. Aber gut, ich habe ja so viele Gäste gehabt, auch von der CDU. Ich finde, wichtig ist immer die Person, die da sitzt. Wolfgang Bosbach hat zu mir gesagt, wichtig ist nicht das Parteibuch, sondern das, was er im Hirn hat. Das fand ich genau richtig. Das ist ja klar. Ja gut, es gibt auch Fanatiker. Ja, aber bei Urwahlen ist es oft so, dass die Bürger dann schon merken, passt der oder passt die in die Landschaft oder nicht so sehr. Ja. Ich teile ja bei meinen Gästen Klaus jetzt schon ein in Nette, also bis es alle nicht waren, und sehr nette. Du gehörst zu sehr netten. Ach, jetzt wird warten. Doch? Wir sind doch gar nicht fertig, warte mal. Ich wollte sagen, noch besser. Spaß beiseite. Ja. Nee, aber wirklich, ich kann über keinen Gast irgendwas Negatives sagen und alles so nett. Und ich telefoniere auch mit allen Gästen immer noch und komme auch gern wieder. Weil mir ist wichtig, wenn jemand zu mir kommt, es soll ihm Spaß machen. Es soll nicht zum Zipfel gehen, weil er muss, sondern weil es ihm Spaß macht, weil er gerne was loswerden will, wo er vielleicht eine andere Sendung nicht sagen kann. Und dann kommen sie halt zu mir. Das finde ich gut. Ne? Ja, jetzt kommen wir mal zu deinen Hobbys, Klaus. Du warst ja nicht nur Landrat, du warst nicht nur Ortsbürgermeister, du musst ja auch in deiner Freizeit irgendwas getan haben. Was war das? Hast du ein Hobby, wo du sagst, das ist mein Hobby? Also sag mal, ich fahre gern Fahrrad. Ja. Im Moment habe ich ein dickes Knie, und kann ich nicht fahren, aber normalerweise fahre ich sehr häufig Fahrrad. Elektrobike? Mittlerweile Elektrobike, aber auch Home-Trainer. Jeden Morgen nur 40 Minuten Home-Trainer. Meistens morgens beim Frühstücksfernsehen. Guck ich da Frühstücksfernsehen und fahre dann. Das ist immerhin eine Charakterstärke, das durchzuziehen. Genau. Ja. Also das mache ich und ich lese gern. Ja? Ja. Komischerweise, viele Politiker, historisches, viele oder eigentlich alle, haben Lesen als Hobby angegeben. Ja, Lesen, ich glaube, ich ist, ja. Ich mache meinen Gästen nur so eine Kurzfragerunde, Klaus. Im Moment lese ich gerade ein Buch, über die Bemühungen von Chamberlain, sehr, sehr persönlich geschrieben, was da abgelaufen ist in München, welche Ränkespiele, wie die englische Delegation sich bemüht hat. Also es ist sehr interessant geschrieben, wirklich spannend geschrieben. Ja. Meine erste Kurzfrage ist, was sind deine Ziele für die Zukunft? Meine Ziele? Ja. Meine Ziele sind, dass ich mithelfen kann, dass meine Familie sich gut entwickelt. Ich freue mich über die Enkelkinder, die zwei, die wir haben. Aha. Und gucke auch immer so ein bisschen nach denen. Aha. Wenn sie Hausaufgaben gemacht haben, darf ich mal gucken, und so, was sie da gemacht haben. Und so. Und also das freut mich sehr. Aha. Und ansonsten will ich ein vernünftiges Leben nehmen. Was wünschst du dir für die SPD? Tja. Jetzt da wünsche ich mir, dass sie wieder Boden unter die Füße bekommen. Ja. Ich wünsche mir, dass sie klare Botschaften hat. Sie kann nicht sowohl als auch, sie muss erkennbar sein bei den Bürgern. Ja. Und das ist im Moment das Problem, dass wir sowohl als auch sind. Ja. Also bei der Flüchtlingspolitik zum Beispiel bin ich der Meinung, dass wir das rechtsstaatlich hätten angehen müssen. Das ist meines Erachtens ein großer Fehler gewesen. Natürlich brauchen wir Einwanderung, ganz unbedingt. Und wir brauchen ein vernünftiges Einwanderungsgesetz. Jetzt sind sie ja dabei. Es ist auch noch nicht so optimal, was sie jetzt verabredet haben, aber es ist viel besser wie nichts, was da jetzt auf den Weg gebracht ist. Wir brauchen gute Leute. Also ich habe jetzt vor kurzem mit meinem Freund gesprochen. Der hat gesagt, sie haben jetzt einen Syrer, der bei ihnen angefangen hat zu lernen. Ja. Schon im ersten Lehrjahr darf der eine Verteilung aufbauen. Die sind total begeistert von dem. Ja. Das heißt, es gibt auch viele gute Leute und die brauchen wir. Ja. Die Guten brauchen wir. Und die wollen wir auch haben. Ja. Wir müssen unterscheiden, sagen wir mal,
zwischen den Flüchtlingen, die um Leib und Leben fürchten, denen müssen wir Schutz gewähren, aber das ist nur vorübergehend. Ja, ja. Das muss sehr deutlich sein. Und es kann nicht so sein, dass wir, sagen wir mal, in großen Mengen, wie das ja leider gelaufen ist, Flüchtlinge bekommen, die von der Qualifikation teilweise Analphabeten sind. Und dann im Alter von 30 Jahren sollen die plötzlich das Alphabet lernen. Also mit anderen Worten, da kommt wenig bei raus. Also das muss man sehr deutlich sehen. Wir müssen auch die eigene Interessenlage dabei sehen, meines Erachtens. Ja. Das heißt, Hilfe gewähren, ohne Frage. Aber Einwanderungsgesetz brauchen wir beispielsweise, wie Kanada das gemacht hat. Das ist ja auch vernünftig. Das hilft der Wirtschaft, hilft am Ende allen, mehrt das Bruttosozialprodukt. Also das ist eine Lösung, die wir anstreben müssen. Ansonsten bin ich für wirklich stringent rechtsstaatliches Vorgehen. Das heißt, Hilfe, aber unter klaren Vorgaben. Hilfe unter klaren Vorgaben, wobei man auch immer noch die Frage stellen muss, muss die Hilfe finanziell abgegolten werden? Ich kann mich erinnern, dass wir Anfang der 90er Jahre auch mal Sachleistungen gegeben haben. Das wäre auch eine Variante, über die man nachdenken muss. Die ist zwar aufwendiger, viel aufwendiger, als wenn ich Geld gebe, das ist schon klar. Aber der Anreiz, nach Deutschland zu kommen, wenn ich weiß, ich habe zu Hause gut wie gar nichts und bekomme hier dieses Geld, das ist ja für viele ein starker Magnet, ein starker Antrieb. Also das muss man auch sehen. Also man muss das Ganze sehen. Was mich immer wundert, Deutschland galt und gilt ja so als Bürokratieland, aber dass man diese sogenannten Flüchtlinge nicht irgendwie so verwaltungsmäßig einteilen kann, dass man genau weiß, so viele kommen daher. Das war natürlich unmöglich, dass die reingeströmt sind. Wir wissen überhaupt nicht, wer gekommen ist und was das für Leute sind. Ja. Wir haben keine Fingerabdrücke, wir haben gar nichts. Ja, also wir haben eher einen Kreis bei uns, für die Preis ungefähr 3.200 Leute, haben wir auch mit Hilfe der Bundeswehr, die haben wir alle eingestellt. Und haben die Flüchtlinge, die bei uns im Kreis waren, alle erfasst, mit Fingerabdrücken, alles was Foto, also alles was man braucht, haben wir gemacht, wir haben das dann auch reingestellt ins Internet. Also, das ist eben nicht passiert. Wir wissen jetzt nicht, wer so rumläuft. Das ist das Problem. Es hat mal jemand gesagt, hier aus Ludwigshafen, der macht Übersetzer. Es gibt ja auch viele, die geben sich aus Syrer aus, sind gerade Syrer. Ne? Aber es gibt überall schwarze Schafe, ist klar. Und da ist es wie überall, man muss genau unterscheiden, wer ist rechtsmäßig hier und wer nicht. Ja. Wer nicht rechtsmäßig hier ist oder sogar Straftaten. Oder wenn ich sehe, dass da einige immer wieder Straftaten verüben und es passiert nichts, da fehlt mir das Verständnis. Also da muss irgendwas passieren. Und dann muss ich sagen, okay, in so einem Fall muss ich die, sind ja Flüchtlinge, muss ich versorgen, keine Frage, solange ich sie nicht abschieben kann in das Land, aus welchem Grund auch immer, dann muss ich sie so sichern, dass sie mir nichts anstellen. Dann muss ich sie sichern. Das ist sowieso die Frage, ich habe einen Filmbericht gesehen, da waren drei Männer, Anfang 30, ungefähr so gleicher vorhergehender Lebenslauf. Der eine hat Bleiberecht bekommen, der andere hat erstmal Verschiebung bekommen und der andere Abschiebung. Jetzt war das Interessante, jetzt haben die sich unterhalten. Aus dem gleichen Land. Aus dem gleichen Land. Und jetzt haben die sich unterhalten, keiner von denen. Da war der eine Klippe. Keiner von denen konnte erklären, warum er was bekommen hat. Es hat gesagt, und das ist das Problem, man muss immer den Leuten erklären, warum es so ist. Ne? Und da hängt es auch oft immer dran, dass man eben die Leute vielleicht vor den Kopf haut, du kannst bleiben, du musst warten, du musst gehen, ohne irgendwelche Begründungen. Das ist natürlich schlimm und sowas. Aber gut, auch die Verwaltung sind nur Menschen und vielleicht waren die auch einfach überfordert. Aber ich sehe es auch so wie du, man hätte das ganz anders angehen müssen. Ja, auf jeden Fall. Gibt es einen Sehnsuchtsort, wo du nochmal hin willst, Klaus? Ein Sehnsuchtsort? Ja. Eigentlich nicht. Nächstes Jahr fahren wir zu meinem Großcousin nach
Miami, wo wir schon ein paar Mal waren, der war schon ein paar Mal bei uns. Und da freue ich mich, den mal wieder zu sehen. Ja, mein Fort Myers war auch schön. Auf der anderen Seite. Ich wollte damals auch nach Miami, aber das war Weihnachten. Und da war gerade mal so ein Unwetter in Miami. Ja. Und dann haben sie gesagt, fahr bloß da rüber, das schüttet aus allen Eimern. Da habe ich gesagt, dann bleib ich hier. Ich habe auch schon mal ihre Hütte renovieren müssen. Ja? Ja. Amerika ist ein schönes Land, aber mit diesen Unwettern, auch die Tornados, ist schon so ein Problem. Die bauen auch viel lockerer wie wir. Also in Holz da. Wenn wir hier mit Stein auf Stein, schwere Steine setzen, ja, die werden ja nicht so über alles weggeweht. Ja. Ich habe jemanden getroffen, der war aus Kanada mit seiner Familie. Und der hat gesagt, wenn es in Oktober ist, backen wir unsere 7 Samen in unser Wohnmobil rein und von Kanada geht es dann schrittweise ins Süden. Ah, ja. Und dann bleiben die in Florida, meinetwegen so, warum? Dann geht es wieder schrittweise zurück. Das kann man sich in Deutschland oder in Europa gar nicht vorstellen. Aber die leben auch. Ne? Ja. Das ist ein Leben auf Rädern. So ein bisschen hat sich ja nach Europa auch schon ein bisschen durchgesetzt. Ne? Es gibt ja auch hier Leute, die auch Wohnwagen am Campingplatz stehen haben. Das kann sie ja auch. Ja, gibt's. Welche Person, du hast viele Personen in deinem Leben getroffen, Klaus, welche Person würdest du gerne treffen oder nochmal treffen? Gibt es da jemanden? Den Herbert Schmidt habe ich mal gesehen. Ja? Aber der ist tot. Ja, beispielsweise. Ja. Gibt es ein Vorbild, wo du sagst, das, was der gemacht hat, mit dem könnte ich mich anfreunden? Da bin ich ziemlich nah beim Herbert Schmidt. Herbert Schmidt. Ah ja. Früher, die Politiker. Das hat eigentlich noch bei Kohl noch gegolten. Man hatte immer den Eindruck gehabt, die machen alles richtig, die können keine Fehler machen, die waren souverän. Ne? Heute Merkel, heute so, morgen so. Ne? Ja. Allerdings, wenn sie dann mal souverän ist, wirft man es ihr wieder vor. Ne? Die Zeiten haben sich halt schon geändert. Merkel hat einen ganz anderen Stil. Ja. Also, wenn die Frau Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, und dann bringe ich mal ein Buch raus, die schönsten Sprüche der Frau Merkel. Ne? Ich muss mich noch daran erinnern, wie die Koalitionsverhandlungen waren, alle war wie es aus Messerschneide gespannt. Und irgendein Journalist hat sich irgendwie dadurch gewurschtelt. Dann kam die Frau Merkel raus. Und Frau Merkel, wie sieht es aus? Entweder gibt es heute eine Entscheidung oder am Samstag. Und dann hat er gesagt, und jetzt lassen Sie mich erstmal eine Wurschtel essen. Dann hat sie gesagt, und dann geht's weiter. Also, ja, ich habe mehrfach jetzt gehört, ich habe einen durchaus hintergründigen Humor. Also ich abgesehen jetzt von der politischen Arbeit, wo ich mit dir nicht übereinstimme, nicht immer, manchmal schon, manchmal nicht, finde ich diese Frau, sie hat eher was Bodenständiges. Ne? Ja. Das sagen ja auch die Staatschefs in den anderen Ländern, auch die Frau Merkel nicht verlassen. Ja. Ich denke mir, egal was Frau Merkel jetzt innenpolitisch auch leistet, die Fehler, man wird sich noch nach dieser Zeit sehen. Also die neuen Leute der CDU, wenn die CDU weiter dran bleibt, sind nicht mehr so. Also Fehler von der Merkel, da fallen wir zunächst mal die Energiepolitik ein. Ja, ja. Weil das ist ja nicht nachvollziehbar gewesen, zu sagen, wir kündigen jetzt das, was die Vorgängerregierung mit der Energieversorgung an Ausstiegsszenario vereinbart hat, auf und verlängern die Laufzeit der Atomkraftwerke, kann ich aus wirtschaftlichen Gründen verstehen, weil das sind ja Cash-Cows, die Atomkraftwerke, die sind mehr oder weniger abgeschrieben und dann ist das jeweils eine Cash-Cow, das heißt, die länger zu laufen zu lassen, gibt ordentlich viel Kohle, kann ich verstehen. Wenn der Staat ein Stück mit abschöpft davon, war das zumindest nachvollziehbar, ob es richtig war, eine andere Frage, aber nachvollziehbar. Aber dann zu sagen, weil da in Japan das da passiert ist, habe ich jetzt erkannt, dass die Atomkraftwerke bei uns eben doch unsicher sind, das ist ja absurd. Also das halte ich für absurd. Ich glaube, es war der Franz Müntefering. Er hat gesagt, der große Unterschied zwischen der CDU und der SPD ist der, die CDU denkt erstmal an die Machterhaltung. Das heißt, deswegen auch dieser Wandel in der Einstellung. Ja. Man merkt, das Volk denkt so. Ja. Also denkt man, oh, wenn es dagegen ist, ne, gibt es Probleme. Ja. Und die SPD denkt erstmal an den Inhalt und dann an die Machterhaltung. Ja.
Ob es jetzt immer bei jedem Politiker so ist, bezweifle ich auch. Aber es gibt einige in der CDU, vielleicht auch die Merkel in dem Fall, hat schon daran gedacht, wenn ich jetzt nicht umschwinge, dann gehen wir Wähler verloren. Mhm. Was mich immer. Die Energiewende ist sicher wichtig. Im Grunde nach muss sie auch sein. Auch der Macron hat das ja jetzt erklärt. Der macht es aber ein bisschen anders. Okay. Frankreich ist sowieso ein bisschen anders. Ja, die haben sehr viel Atom. Man hat auch angekündigt, dass sie noch Atom bauen wollen, dass das auch nach wie vor dazu gehört. Ich kann mich erinnern, der Helmut Schmidt hat immer gesagt, wir brauchen Risikostreuung, möglichst viel Abstützung, möglichst viele Energieträger, mit denen wir unsere Energieversorgung sichern. In Frankreich haben sie eine präsidentiale Demokratie, das heißt, der Präsident kann das entscheiden. Ist stark, ja. Der Präsident ist der Chef und alle anderen, gut, ich muss jetzt zwar sagen wir so, geistig, psychologisch überzeugen, aber die Entscheidung liegt bei ihm. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, genau Mehrheitswahlrecht in Frankreich, bei uns Verhältniswahlrecht. Es gibt nichts, es gibt kein politisches System, das perfekt ist. Aber ich denke mir, die Demokratie kommt schon an dem, was der Perfektionismus anbetrifft, am nächsten. Also hast du auch manchmal das Gefühl, Klaus, dass es immer mehr Regierungschefs gibt, der Trump in Amerika, der Erdogan in der Türkei oder der Orban in Ungarn, wo nationalistisch denken und dabei das Allgemeinwohl vergessen, das heißt nur an ihre Wähler denken. Ja, die denken an ihre Wähler, vielleicht auch damit an ihr Land im weitesten Sinne, zumindest glauben sie das, aber das ist natürlich ein Ansatz, wenn der weiter um sich greift, dann befürchte ich nichts Gutes. Wir in Europa sind aus meiner Sicht dringend darauf angewiesen, dass Europa zusammenhält. Ja. Ich bin ein glühender Europäer. Ja. Ich bin gleichzeitig Patriot, aber ich bin Patriot in einem gemeinsamen Europa. Ja. Ja, also das halte ich für ganz wichtig. Ja. Und es ist schade, dass die Engländer jetzt aus dieser Verrücktheit da jetzt Europa verlassen, dadurch uns am Ende ein Stück schwächen. Das muss man sehen. Ja. Und die Verwerfungen, die wir da im Osten haben, was die Rechtsstaatlichkeit anbelangt, oder jetzt mit Italien, gut, scheint jetzt vielleicht ein Stück beizutragen, ich hoffe es jedenfalls. Das sind alles so Sachen, die natürlich am Ende Europa unterhöhlen und schwächen. Mhm. Wir brauchen ein starkes Europa. Insofern habe ich sehr begrüßt, dass der Macron gesagt hat, ich mache jetzt mal ein paar wirklich starke Vorschläge. Und ich bin der Meinung, wir sind die Hauptprofiteure von Europa. Die Hauptprofiteure. Ich glaube sogar, dass wir mit unseren wirtschaftlichen Erfolgen Arbeitslosigkeit in südliche Länder mitgebracht haben. Das glaube ich jedenfalls. Sie haben jetzt unsere ganz hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und wir haben deshalb auch eine Verpflichtung, uns einzubringen und mehr zu helfen. Meines Erachtens. Wir dürfen nicht zu sehr in Krämerseelen denken. Das wäre falsch. Wir müssen lange, lange Linien gehen, was Europa anbelangt. Früher hatte ich auch den Eindruck, die Staatschefs haben immer auf eine gewisse Aussöhnung gesetzt. Das heißt, man hat natürlich das versucht durchzusetzen, was man seinen Wählern versprochen hat. Aber im Endeffekt hat man dann doch gesagt, hier ist eine Grenze erreicht, solange es einem anderen Land schadet. Und diese Grenze wird oftmals überschritten. Ja, das stimmt. Aber das Problem ist ja auch, die neue Generation, in der Türkei zum Beispiel, das ist das, was mir Sorgen macht. Die dritte Generation jetzt, die sind wieder türkische, wie die zweite und wie die erste Generation. Türkischer in dem Sinn, dass sie praktisch gegen ihr Land sind, wo sie eigentlich leben. Und drei Deutsch-Türken wollen wieder diese alle Traditionen wieder aufleben lassen, was nicht Schlechtes sein muss, aber mit Gewalt teilweise. Und das gibt mir schon zu denken. Dass gerade diese junge Generation, die junge Generation ist, wieder einen Rückfall hat in diese alten Zeiten. Jetzt hat man ja mal gesagt, das kommt daher, weil diese Leute nicht die schlechte Zeit erlebt haben. Die sehen ja nur das, was jetzt ist. Das ist so. Die sehen nur das, was jetzt ist, und dann gibt es natürlich Probleme. Mhm. Und dann denken die, früher war alles besser. Aber dass früher nicht alles besser war, sondern dass es erst sich entwickelt hat, dass es so ist, wie es jetzt ist, das sehen die nicht mehr. Ich finde auch sehr gut, dass es diese Initiative pro Europa gibt,
dass da viele Menschen auf die Straße gehen, für Europa zu demonstrieren. Dass wir müssen mehr als bisher wirklich der Bevölkerung deutlich machen, wir brauchen Europa. Ja. Wir brauchen Europa. Ja, ich habe auch den Wolfgang Bosbach mal gefragt. Bosbach, wie ist denn das, wenn es Länder gibt, wie Ungarn zum Beispiel, die einfach keine Flüchtlinge aufnehmen wollen? Hat er gesagt, oh, da gibt es schon Möglichkeiten, wirtschaftliche Sanktionen, aber ich habe gesagt, und wenn das alles nicht nutzt, hat er gesagt, da muss man halt zum nächsten Mittel greifen. Also das hat mir nicht so eingeleuchtet, was er damit meint. Aber ich habe nur gemerkt, wenn so ein erfahrener Mann wie der Wolfgang Bosbach schon dann überlegt, ja, dann muss man aus meiner Sicht, muss man dann einen Ausgleich finden, der denen auch ein Stück wehtut, aber halt einen Ausgleich finden. Ja. Ich würde es jetzt nicht zerbrechen lassen an diesen Fragen. Ja. Aber das ist doch genauso am Thema AfD. Ich denke mir, du kannst mit Leuten, die kein Parteiprogramm haben, schwer über ihre Fragen diskutieren, weil die haben ja eh keine Ahnung davon. Es gibt Leute, die sind sehr gut in der AfD, aber es gibt auch Leute, insgesamt hat die Partei ja kein Programm. Die leben von ihrer Ideologie. Die geben den Wählern irgendwie das Gefühl, wenn er uns wählt, gehört er zu uns. Das ist die Ideologie. Und denkst du, zum Beispiel die Grünen, früher war ja auch so, ne? Umweltschutz. Die haben gesagt, wenn er uns wählt, dann wird die Umwelt besser. Die SPD zum Beispiel von früher war eine Partei der Arbeiter. Mhm. Denkst du, dass diese Ideologien bei den etablierten Parteien heute zu kurz kommen? Ich glaube, mit den Ideologien kommt man nicht mehr weiter. Und denkst du, vorbei die Zeit? Das ist, glaube ich, ist vorbei. Ideologien sind vorbei. Also es geht um ganz einfache, praktische Politik. Mhm. Das Wählerverhalten hat sich auch geändert. Ja. Wie zum Beispiel die Wahl in Bayern war, haben sie Leute gefragt, warum haben sie grün gewählt? Und eine Frau, die war so Anfang 50, gesagt, ich kann sie Ihnen gleich sagen, warum ich gewählt habe. Die sind sympathisch, die machen den Eindruck, als ob die Welt besser wird durch sie. Also früher... Junge, fröhliche Menschen. Früher, wenn du einen SPD-Wähler gefragt hast, der hat das Parteiprogramm in- und auswendig gekannt. Frag heute mal einen SPD-Wähler, einen Jüngeren, die haben keine Ahnung mehr. Also das Wählerverhalten hat sich auch ganz schön geändert. Ne? Das ist so. Ich habe ja mal Spaß gesagt, vielleicht müssen wir die Wähler schulen und nicht die Politiker. Ne? Ja. Weil früher war es so, da hast du genau gewusst, dafür steht die SPD, dafür steht die CDU. Ne? Früher, die Rededuelle zwischen Wehner und Strauß waren legendär. Ne? Das stimmt. Jeder hat gewusst, das ist dem seine Einstellung, das ist dem anderen seine Einstellung. Ne? Findest du auch, das hat der Kevin Kühnert gesagt, die Parteien müssen wieder mehr polarisieren, die müssen ihre Einstellung, was sie denken, mehr durchkommen lassen. Siehst du es auch so? Dass ja, sie muss aber die Einstellung, sie muss sondieren, welche Einstellung sie hat. Ja, ja. Das halte ich für wichtig. Das kommt zu kurz heute. Ja. Wenn du so eine Talkshow anschaust, zum Schluss sind sie sich alle einig, bis auf die AfD, und dann alle gegen einen, sind wir dasselbe einig. Ne? Ja. Du weißt gar nicht mehr, warum sollst du eigentlich SPD wählen. Da hatte Franz Müntefering was Interessantes gesagt. Die SPD hat immer noch verdammt nochmal die Aufgabe als soziale Partei, das Vermögen, das erwirtschaftet wird, richtig zu verteilen. Und das muss wieder klar werden, dass die SPD diese Aufgabe hat. Ja, also die SPD muss natürlich dafür sorgen, dass die Exzesse, die ja ständig auch in der Presse nachlesbar sind, dass die, und zwar mit aller Macht angegangen werden. Dass Leute keine Steuern bezahlen, die großen Firmen keine Steuern bezahlen, dass da Betrügereien mit Cum-Ex oder wie diesen anderen Aktiengeschäften laufen, das ist auch unerträglich. Da muss doch mit äußerster Härte muss doch da die SPD zeigen, dass eben ist Schluss und wir setzen jetzt so einen quasi Scharfrichter ein, der dafür sorgt, der wirklich den Dingen nachgeht und der auch ein Team hat, ein starkes Team und Durchgriff hat. Also es ist ja, die Gesetzeshärte fehlt manchmal ein bisschen. Ne? Mhm. Ja. Wie sagen dann die Politiker, die Gesetze sind da, aber wir müssen sie auch anwenden. Ne? Ja. Vielleicht fällt das dann genau unter diese Rubrik, was wir eben gesagt haben. Was denkst du, wenn jetzt die CDU einen neuen Parteivorsitzenden oder eine neue Parteivorsitzende wählt, muss die SPD ja reagieren. Soll die Frau Nahles weitermachen oder soll es einen Wechsel an der Spitze geben?
Ja, zunächst mal wäre halt wichtig zu wissen, wer wird bei der CDU-Parteivorsitzenden. Ja. Wenn es der Fricke Schmerz wird, dann glaube ich, wird die CDU ein Stückchen mehr wieder wirtschaftsfreundlichere Politik machen. Also das wird ein Stück Luft geben, vielleicht für die SPD. Das könnte günstiger sein, wenn das so kommt. Man muss sehen. Ja, die Frau Kramp-Karrenbauer ist ja die Zielperson von der Frau Merkel. Man sagt ja auch, wenn die Kramp-Karrenbauer rankommt, dann ist es für Merkel. Wenn der Merz rankommt, ist es gegen Merkel. Ob man so weit gehen kann, weiß ich nicht. Ja gut, die Zeit, also man muss jetzt auch sehen, die Zeit von der Angela Merkel ist eigentlich gelaufen, das muss man sehen. Ob die jetzt noch ein paar Monate länger macht oder nicht. Aber wenn die Koalition zerbrechen würde, gäbe es Neuwahlen, das war auch nichts. Weiß nicht, ob es nochmal gäbe. Na gut. Also du denkst, Muss nicht zwingend Neuwahlen die geben. SPD soll erstmal warten, was rauskommt und dann halt entscheiden. Würde ich sagen, ja. Weil die SPD hat schon genug Parteivorsitzende ausgetauscht. Und Schlüssen, ja. Wie hast du das damals gesehen mit Martin Schulz? Ich habe so das Gefühl gehabt, er hat so viele gute Berater gehabt. Er hat nicht sein eigenes Ding durchgezogen, sondern das, was ihm reingeflüstert haben. Er So. war ja der Heilsbringer, er hat ja diesen Schulz-Hype realisiert, aber dann hat er natürlich unfassbare Fehler gemacht. Bei der NRW-Wahl zum Beispiel, dass er sich da der Hannelore Kraftwerk gebeugt hat. Das war ein erster taktischer, schlimmer Fehler. Und was ich nachher überhaupt nicht verstanden habe, persönlich kann ich das zwar verstehen, dass er unbedingt Außenminister werden wollte, aber nachdem er vorher mehrfach erklärt hat, wir gehen A in keine Koalition, dann hat er sich vom Bundespräsidenten, das kann ich am Ende auch noch nachvollziehen, breitschlagen lassen, aus Staatsräson machen wir halt doch die Koalition. Aber dass er dann auch noch zusätzlich sein Wort brechen wollte, dann doch Außenminister, obwohl er ein guter Außenminister gewesen ist. Der kennt Gott und die Welt und er ist so vernetzt in Europa, das wäre alles gut gewesen. Aber das ging nicht, nachdem er das vorher so gesagt hat und dass er da nicht gespürt hat, das kann ihn nicht machen. Das ist schade. Vielleicht hat auch unser Bundespräsident gesagt, Martin, geh in die Große Koalition, dann wirst du Außenminister. Das Vielleicht hat das glaube ich auch, nicht, dass er das gesagt hat. Das vielleicht, weiß ich also nicht. vielleicht, Ich war nicht dabei. vielleicht nicht in dieser Form, aber ich denke mir schon, das wird er sich nicht selbst ausgedacht haben. Weiß es nicht. Ja. Okay. Aber dieses Hin und Her hat der SPD schon geschadet. Absolut. Absolut. Ich meine, gut, wenn du mit 100% Parteivorsitzender gewählt wirst, dann kann es eigentlich nur abwärts gehen. Das stimmt. Hat der Kevin, was der Kevin, ein Gast hat mal gesagt, dass der Fehler war, die 100%. Ja. Das sagen die politischen Gegner, wenn du das nächste Mal 90% hast, der hat schon verloren. Ja, klar. Ich meine, 100% hat nicht mal der Strauß gehabt in der besten Zeit. Ja. Wahnsinn. Ich habe auch gesagt, wie du auch sagst, der Martin Schulz war kein guter Kandidat, aber er wäre ein guter Kanzler geworden, denke ich mir. Weil er hat ja jahrelang delegieren gelernt ja. beim Europaparlament. Das hat er gekonnt. Aber sich in den Kampf mit der Merkel zu stellen, das war nicht so sein. Zumindest guter Außenminister wäre er bestimmt auch Oder geworden. Weil durch seine vielen Kontakte da, naja. Bis jetzt hatten wir noch keinen schlechten Außenminister. Alle, wo waren gute Außenminister. Ja, die Maßstäbe, die wir da anlegen, ja, ist klar. Die werden nicht so scharf gewichtet, die Außenminister, wie andere. Also, kommt immer relativ gute Noten vom Volk. Solange die in der Welt rumfliegen, Ja. einen Eindruck von Deutschland Ja. wird, ist es gut. Ja, Das ja, ist auch interessant. Und der arme Innenminister muss dann ausbaden, was der Außenminister verbockt. Wie siehst du das? Horst Seehofer, ich meine, so ein Politprofi wie er, warum macht er immer solche Nebenkriegsschauplätze auf? ja, ich verstehe es auch nicht, weil der hat doch so eine lange Erfahrung und hat doch viele Erfolge und macht zum Schluss sich so nieder und macht das alles so schlecht und macht sich selbst kaputt dabei und hat einen Abgang, den,
den man ihm eigentlich nicht wünschen sollte, nach so langer Zeit, wo er nun sich für das Gemeinwesen eingesetzt hat. Aber ich kann es nicht verstehen. Ja, der hat auch immer wieder gegen die Merkel gestänkert und hat von Unrecht gesprochen, Regierung und Verwaltung des Unrechts und so, aber hat am Ende nichts gemacht. Ja, also er hat nur angedroht und die Lippen gespitzt und so, und gemacht hat er nichts. Ne? Das fällt ihm dann auf die Füße und dann, was er da jetzt gemacht hat, das schadet nach wie vor meines Erachtens, der hätte weggehen, der müsste weggehen. Also wie wichtiger Winfried Halbwurst ist eigentlich der Innenminister. Ja. Das hat mal der Michael Spreng gesagt, die Merkel ist froh, dass sie die SPD hat. Ja, das denke ich, ja. Ja, mit dem kommen sie wesentlich besser zurecht wie der CSU. Denke ich, ja. Auch das hat sich verschoben, das Ganze. Es ist nicht mehr so, alles so in Schablonen einzuteilen wie früher. Mhm. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite für den Wähler auch oft mal nicht durchschaubar. Mhm. Klaus, es war mir ein Vergnügen, mit dir gesprochen zu haben. Gerne. Ich habe viel gelernt. Hier sitzt ein Mann, der Politik nicht nur theoretisch durchdacht hat, sondern auch das praktisch vorher erlebt hat, was er umgesetzt hat politisch. Und so Leute brauchen wir in der Politik. Nächste Woche kommt die Leni Breymeier, ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD Baden-Württemberg. Und am 15. Dezember kommt der große Erhard Ebbler. Oh. Er feiert vorher seinen 92. Geburtstag. Und dann kommt er zu mir. Klaus, ich bedanke mich bei dir. Wir machen noch irgendwann einen zweiten Teil. Es war wunderbar mit dir. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Das war einer Zipfelstorbung. Klaus, wir winken nochmal. Tschüss. Tschüss.